Klicken wir da mal drauf. So, Niederlage. Oh, du hast aber auch Niederlage, Sieg, Unentschieden, Sieg, Niederlage. Stimmt das? Haben die nicht das letzte Spiel gewonnen? Die Gladbacher? Was haben sie denn gespielt? Die? Ja doch, haben sie doch 1-0 gewonnen gegen Stuttgart. Ja eben, warum haben die hier eine Niederlage noch drin? Bei Teamform, siehst du das? Noch gar nicht abgedatet, der Schwarz. Ich nehme Rot oder was? Jo. Ja, machen wir so. Jo, nehme ich Rot. Hammer. Ich schaue hier nochmal ganz kurz rein. Ja, nee, ist besser. Ein bisschen Chat lesen nebenbei. Van Bergen, antworte mal bitte. Was ist denn los, MCB-Styler? Was hat ein MCB-Styler? Klaus Mausen habe ich vor 10 Minuten schon. Letztes Spiel ist da nicht drin. Ich muss ein bisschen den Chat lesen. Ich hab's ja. Sieht man ja auch auf der rechten Seite jetzt, was da geschattet wird. Auf jeden Fall spaßig. Oh, leckt ein bisschen. Ne? Oh, ja, was war da? Warte, ich mach vielleicht im Hintergrund einfach mal den Stream aus. Das wäre ja vielleicht ganz clever. Das hilft. Ich muss ja nicht noch gucken dazu. Ja, das hilft, wenn du schon direkt drin bist, ne? So, alles klar. Das ist aber typisch bei FIFA, dass dann eben auch derjenige, der Gegner dann auch darunter zu leiden hat, ne? Und da habe ich schon geflucht. Ja, ja. Jetzt gar nicht mal, man ist ja gar nicht den Leuten böse, dass sie eine schlechte Leitung haben, aber nur der Situation, die nervt hat einfach, dass es dann so... Nee, ja, absolut. Und ich kann auch, also oftmals hat man so das Gefühl, dass sie dann noch schnell, wenn die vorne liegen oder so, dann machen die in den letzten Minuten noch einen Download an und... Ja, habe ich auch Gefühl, ja. Dann geht gar nichts mehr. Habe ich auch das Gefühl. Oh, um Gottes Willen. Mich auch ein bisschen schwer da. Heute bin ich noch nicht so richtig warm, aber kommt vielleicht noch. Aber mit den Bayern habe ich ja zumindest einen souveränen Sieg runtergedrückt. Ja, souverän war jetzt nicht hoch, aber ja, zumindest einen Sieg mal runtergedrückt, dass ich überhaupt mal gewonnen habe heute. Hammer. Ja, ich habe in letzter Zeit kaum FIFA gespielt, darum bin ich da nicht so ganz. Oh, das macht nichts. Kommst du rein? Was spielst du lieber? Ultimate Team oder? In letzter Zeit wenig Ultimate Team, eher Karriere spiele ich halt sehr gerne auch. Gegen die KI, ja? Ja, genau, und Season dann auch mal. Okay. Ultimate Team, wie gesagt, man muss investieren, um da was reißen zu können. Ist ein bisschen schade, ne? Ist ein bisschen am Thema vorbei, ja, das habe ich auch. Genau. Gestern haben wir es schon drüber gehabt, gestern Abend noch. Ja. Finde ich auch ein bisschen... Ja, es gibt, man könnte es ein bisschen aufpimpen. Es ist schon so, wie es ist, finde ich schon ganz nett, also ist eine tolle Idee. Macht auf jeden Fall Laune mit diesen Sammelkarten und so, aber es müsste da weitere Elemente geben. Was noch mir gestern eingefallen ist, es müsste zum Beispiel so sein, dass wenn ich Karten ziehe und die nicht gebrauchen kann, dass ich dann mehrere Karten vielleicht eintausche. Kennst du Hearthstone, das Spiel? Ja, klar. Dass man das so machen kann, weißt du, dass man dann Karten zum Beispiel zu so Chemiepunkten zusammenbastelt und aus Chemiepunkten kann ich mir dann besondere Karten basteln. Andere Spieler von mir aus. Ein Robben, der ist in Legendary-Modus, der braucht dann keine Ahnung, der braucht dann 5000 Chemiekarten, das heißt, du musst vielleicht 500 andere Karten zermöbeln, aber musst halt keine 150 Euro bezahlen, ne? Na gut, kostet ja nicht mehr, aber hat er ja ein gekostet. Ein geiles System, ja. Aber da verdient EA ja wenig dran. Weniger. Das ist es. Ja, weniger wahrscheinlich, weil die dann mehr über das System gehen. Ja, schade irgendwie, ne? Schade, dass es so... Aber gut, oh Gott, das ist ja so gut, aber man muss auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken. Es gibt ja andere Möglichkeiten. Ja. Dass man da noch ein bisschen was reißen kann, also ein bisschen für die... Deswegen finde ich es auch so ein bisschen eine Doppelmoral, ne? Dass sie zum einen die Coin-Käufer zum Beispiel dann sanktionieren wollen. Dabei motivieren sie ja alle, Geld auszugeben. Also... Ja, und die Points, die sind ja unbezahlbar. Das ist ja Wahnsinn. Das ist schon dreist. Ja, es bringt Kohle und die Leute machen es. Deswegen haben sie ja auch dieses FIFA World erfunden, weil sie festgestellt haben, der russische oder auch brasilianische Markt, der wäre gerne bereit, da sie sehr viel im Micropayment auszugeben. Ja. Haben sie marktforschungstechnisch festgestellt, dass gerade die Märkte eher in Spielen so Mikrozahlungen über einen Euro oder so machen, statt eben die teuren Spiele zu kaufen. Deswegen haben sie ja FIFA World rausgebracht, nur mit Ultimate Team, so gut wie möglich. Bei dem man dann das Spiel nicht mehr bezahlen muss, die 50 Euro. Das kann man sich jetzt sparen und dafür halt mehr Geld ausgibt überwiegend mehr Geld ausgibt im Ultimate Team, ne? Genau. Da steckt dahinter. Also das ist kein, wie sagt man so schön? Ja, komme jetzt gerade nicht drauf, wie man das sagt. Das war jetzt echt kein Mitleidsangebot, sondern eigentlich Kalkül. Und das finde ich...
auch schon wieder, wenn man sich sagt, ne, ja, der Markt ist angeblich zu arm für einen Vollpreistitel. Und normalerweise, wenn ich mir ein Spiel für 50 Euro kaufe, ne, wenn sie dann sowas drin haben, Micropayment-technisch, dann hätten sie auch mal einen fetten Bonus reinpacken. Ja, also das noch ist noch fetter, ja als es war. Das war läppisch, was. Und dennoch mal 10 Euro, dass man diese Ultimate Edition am besten kauft. Ja. Und dann noch ja. Packs kriegt. Wow. Richtig. Ist schwierig, aber gut. Dafür macht es halt einfach zu viel Laune, ne? Mit den Spielern, das ist halt, muss man auch rum sagen. Das ist systemisch schon geil. Das macht schon Laune mit den Spielern und dann hast du die drin. Und dann mit Glück ein bisschen vielleicht im Pack was Tolles drin, ne? So wie früher halt mit den Panini-Kärtchen. Oder heute ja sogar noch, obwohl die ja, denk mal, zur Bundesliga sind die nicht mehr so aktiv. Wow, jetzt hat er sich doch noch irgendwie durchgedrückt da. Gut, Thema Bundesliga. Ich guck mal gerade so ein bisschen im Chat, ob jemand da was reinhaut, was er wissen will. Aber auch momentan sehe ich nichts. Du hast gesagt, du bist Bayern-Fan, genau. Sonst hätte ich da jetzt mal ein bisschen auf deinen Lieblingsverein eingegangen. Aber haben wir schon gerade bequatscht gehabt in der letzten Folge. Beziehungsweise mit dem Uzi Geller, mit dem Dortmund-Fan. Wow, der war gut. Damals, das 1-0 Kruse. Ja, wo siehst du denn am Ende Gladbach? Was meinst du denn? Reicht es denn für die Champions League sogar? Vor Schalke? Denke schon. Also wenn man so stark spielt, wie man am Anfang der Saison gespielt hat. Das hat ja ein bisschen nachgelassen auch, fand ich dann zwischenzeitlich. Ist das auf jeden Fall drin. Mindestens. Ja, ich denke auch. Also das wird so ein Zweikampf, ne, zwischen Gladbach und Schalke. Also ja. Da läuft's, denke ich mal, darauf hinaus. Weil Wolfsburg, ich denke mal, die sind durch. Leverkusen wird sich definitiv auch wieder da oben einfinden. Sind die auch eigentlich personell recht gut aufgestellt. Ja, und die anderen? Abseits, ja. Ich wollte sagen, das wäre jetzt... Der ist ein bisschen deutlich durchgesprintet. So, ich guck mal gerade, Mats 2010. Was glaubst du, Singraven setzt sich bei Ajax durch? Da du ja die Eredivisie verfolgst. Aber Singraven sagt mir ehrlich gesagt nichts. Jetzt habe ich ein bisschen. Kein Problem. Weil ich gerade am Überlegen war. Kurzen Pass gespielt. Mache ich normalerweise gar nicht. Halbzeit. So. Ja. Aber was glaubst du denn? Wird das bei Dortmund heute Abend so ein eindeutiges Spiel? Dortmund spielt morgen, glaube ich. Oder morgen? Spielt morgen? Okay. Also so eindeutig. Also wie wir jetzt gespielt haben in der Prognose, meinst du? Ja, nee, genau. Nee, das glaube ich nicht. Also vom Potenzial her könnten sie es natürlich. Also es wäre jetzt möglich, rein theoretisch. Hätten sie sich auch nicht vorstellen können, dass man da unten drin sitzt. Aber ich glaube, dafür sind sie einfach momentan nicht reif, da so ein Spielchen da runter zu füllen. Glaube ich nicht. Also soll mich auch täuschen, aber das, wie gesagt, ich denke mal so ein 1-2-0, wenn es gut läuft, wenn alles klappt und sie sich ein bisschen befreien und auch die Chancen mal reinmachen, die sie normal liegen lassen, dann ist das alles drin, klar. Aber ja, man hat schon Panik, ne? Man spricht schon gar nicht mehr von Hamburg und die Miserien, die so haben, weil, wie gesagt, Dortmund ist einfach viel interessanter zurzeit. Ja, ja. Immer noch. Ah, wird verteidigt. Ja, den Weg zugemacht. Oh Gott. Ja. Wollen wir ja nicht. Lernt man in der C-Jugend. Ja, ja. Kein Querspielen im 16er. Ich mach's immer wieder. Ich auch, je nachdem, wie man Platz hat, ne? Gibt einen Freistoß noch. Da war es ein Kramer mal wieder. Ja. Ja, ist ja auch so eine Personalie, er sagt selber, ich glaube, er ist mittlerweile schon mehr so eine, ich will nicht sagen, gar nicht böse gemeint, aber er ist eigentlich immer ein Typ für die besonderen Momente. Sowohl im WM-Finale, ne, als auch das Spiel gegen Dortmund. Wenn er an den Kopf geschlagen habe, als ich das Eigentor gesehen habe. Also gibt's alles. Und jetzt ist ja der Kramer. Ich guck mal gerade. Nichts Besseres hier, doch, der Schuster. Gut, gibt Ecke. Juli fragen, was ich zum KSC sagt, habe ich momentan echt nicht vor Augen. Ich bin noch nicht so richtig angekommen, muss ich sagen, im Spielbetrieb. Braucht doch mal so meine 1-2 Wochen, bis die ersten Partien mal rum sind, dass ich wieder so ein bisschen Überblick habe, wo die Mannschaften stehen. Kann ich jetzt gar nicht abschätzen, wo die aktuell am Start sind. Oh. Das war viel zu frei. Gottes Willen.
So, gucken wir mal, ob wir da ein bisschen durchkommen. Wie gesagt, ich. Weißt du, wo der KSC steht zurzeit? Nö, ne? Nee, beschäftige ich mich auch relativ wenig mit, muss ich sagen. Ja. Man guckt zwar ab und an mal rein, aber. Boah! Und immer so Direktschüsse! Die sehen zwar mal toll aus, aber sind aber so wertlos. Generell zweite Liga, aber eigentlich ist sie ja wirklich spannend momentan, aber ich weiß nicht, ich verfolge es zu wenig. Ingolstadt ist oben, das weiß ich. Ja. Die machen gerade Dampf. Hinrunde war eine Zeit lang noch Bochum gut dabei, aber die haben ja auch ihre liebe Not gehabt. Dann haben sie ja den Neururer wieder entlassen. Fand ich schade eigentlich, macht den Neururer. Naja, dann wird er wahrscheinlich wieder im Ding sein hier in diesem Sport 1 Fan-Talk oder was ist das da? Ja, Sonntagmorgen, den meinst du? Nee, den bei Champions League spielen, wo sie Bilder nicht zeigen dürfen, dann setzen sie sich hin und quatschen drüber und gucken die ganze Zeit in Fernsehen. Also, was das für ein TV-Format ist, oder Leute? Also als wenn man das so als Amateur jetzt macht oder als Laie, aber doch nicht als Fernsehsender, oder? Wo man sich dann hinsetzt und man darf die Bilder nicht zeigen und setzt sich dann hin und quatscht dann drüber und guckt aber trotzdem die ganze Zeit im Fernsehen, aber die Zuschauer, die dann da reinschalten, die sehen es nicht. Also das finde ich komisch. Also finde ich nicht toll. Das ist. Aber was soll man machen? Man will ja selber auch noch an der Champions League mitverdienen. Ja, man will mitverdienen, ja. Aber dann hat man halt keine Rechte und dann macht man halt solche Geschichten. Naja, gut. Finde ich auch ein bisschen. Als Fernsehsender jetzt, ne? Immer das, wenn man das so unter sich macht, aber gut, die meisten gehen dann eh irgendwo gucken, nehme ich mal an. Ja. Das dann wieder über einen Stream, wenn sie nicht gerade weggehen. Ach, bin ja schon ein guter oder ein aussichtsreicher Position gewesen. Na, ja, das muss auch mal schneller gehen, genau. Ich wollte gerade sagen, das muss auch mal ab und zu ein bisschen zügiger hier vorwärts gehen. Sehr gut. Wer war es denn? Darida. Wladimir Darida. Nur noch ein Wechsel, ja? Ich habe den Pedersen, Leute. Ja, gut, dass du wechselst. Stimmt, ich habe ja den Pedersen. Ach nee, jetzt schau mir aber nicht noch die drei Buden rein. Und den Daily habe ich ja auch schon da. Leute. Jetzt geht los. Jetzt geht los. Mit ein bisschen Wurst in der Unterhose. Oh, guck mal, der KS ist zweiter nach der Hinrunde der ersten, zweiten Liga. Ja, klasse. Klasse. Freue ich mich, wenn die wieder zurückkommen. Hoffentlich nicht so eine Fahrschulgeschichte, ne? Das ist aber das große Problem von, bei Aufsteigen, das ich ja sehe. Ja, es ist aber auch schwer, sich wirklich langfristig in der Liga hier zu etablieren, denke ich. Ja, weil die erste ist einfach normal. Das sind so viele. So viele Eventualitäten, die abgecheckt werden müssen. Mann. Ja, der Pedersen, der läuft da vorne so schepp umher. Ist von mir noch nicht so richtig aufgewacht wie letzte Woche. Ah, kommt noch. 90. kloppt er den noch zwei rein. Ja, verstehe ich auch nicht, was so ein Spieler denn da. Dass er bei Bremen eigentlich so gnadenlos scheitert, nur ein tolles Eigentor hinkriegt, mehr nicht. Und dann bei. Das liegt auch ein bisschen am Verein vielleicht dann, oder dass man die Stärken des Spielers nicht rauskristallisieren konnte mit dem Spielsystem vielleicht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Beide Spielsysteme sind mir auch nicht so vertraut, dass man das irgendwie festmachen könnte, woran es liegt. Er selber sagt ja, man hätte einen Kasten Bier vorne reinstellen können, der hätte die Dinger auch gemacht. Vielleicht so ein bisschen, ja, in Bremen hat mir keiner solche Pässe gespielt. Achso, hat er gesagt, es war ja mehr so. Ja, also das hat er so im Interview gesagt, ja? Ja. Das ist ja interessant. Ist ja gut, dass er es so einschätzt. Auch nicht nett den Kollegen, Ex-Kollegen gegenüber vielleicht, ne? Ja, aber wo er recht hat. Ja, klar. Aber ich komme nicht mehr nach vorne jetzt hier. Fehlt mir so ein bisschen der Ansatz. Das Fluss, ja. Zu spät aufgewacht. Zu spät die Einwechslung, viel zu spät. So viel dazu. Wie ist es ausgegangen? 1-1 zwischen beiden Mannschaften. Naja, ist schwierig. Freiburg auf jeden Fall im Abstiegskampf angekommen wieder. Gladbach hat eigentlich das Potenzial, das Ding auch zu gewinnen zu Hause, ne? Ja, also eigentlich sollte Gladbach das heute machen. Wenn die Freiburger so aufspielen wie gegen. Gegen wen war das? Hat er jetzt einen Hattrick gegeben? Gegen wen haben die gespielt? Die Freiburger. Ja, ich schau grad mal rein. Ich guck auch. Ich weiß, guck, ist zwei Tage her. Aber mir sagt man ja, ne? Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja, Frankfurt haben sie ja, genau. Frankfurt war das ja.
Frankfurt, okay.